Jedes Mal von der Olle in Urlaub, ja, 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 ja. Kommen sie dann nach Hause, ja, machen sie einen Test, ja, unter Test. Der geht doch gar nicht richtig, ja. Aber sie sagen, nein, sind gesund, dann gut, können sie wieder heim oder was. Und einmal sagt er, oh, nochmal, du müssen sie in den Laptop gehen. Sagt er, was, Laptop gehen? Nein, 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 das werde ich noch nicht machen, ja. Hin und her, vor daheim, machen Laptop mehr. Und die anderen werden angesteckt, ja, die, was daheim bleiben, sind auch, ja. Die anderen machen keinen Urlaub, ja, sie bleiben zu Hause, dass sie alle krank werden, ja. Da kommt da einer vorbei und der war irgendwo in ein Urlaub, ja, jetzt kommt er da vorbei und steckt euch alle an. Die Masken tragt er gar nicht, ja. Und was ist dann, ja? Dann werden wir alle krank auch so. Und dann sagt die Regierung, ja, testen, testen, testen da, testen, testen, ist doch klar. Warum sollen wir immer nur testen? Ja, sollte Regierung Spritzen besorgen? Ja, wenn man heute von Deutschland oder sonst wo die kriegen soll, dann ja, dann sollten vielleicht die Russen sowas verkaufen, ja. Oder vielleicht die Chinesen, ja. Die haben ja der Virus uns vorbeigebracht auch so. Ja, die Chinesen haben uns den Virus ja vorbeigebracht, doch ja, sollten sie uns auch spritzen, ja, gegen den Virus vorbeibringen, ja. So ist es so. Warum sollen wir alles selber zahlen, ja, ja, wann die immer wieder, ja, Krankheit immer wieder kommen, ja, wann von dort die Krankheit kommt, dann sollten sie uns die Spritzen auch geben, ja, die uns nichts kosten dann und fertig. Und nicht immer wir müssen alles selber zahlen.